habe ein neues Auto. Ein bisschen sportlicher zur Sache. Bringt so einige Probleme jetzt mit sich. Mir doch einer einen Storch und ja, hatte dort eine Alternative gesehen. Zwar handelt es sich um den Fischer Fahrradträger Dachlift. Natürlich, dass das Fahrrad liegend auf dem Dach ist. Grundträger sind verbaut. Ich bin mega gespannt. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich hasse ja schon immer Möbel zusammenbauen, ne? Aber das echt sorgsam mit Zeit und Ruhe machen. Ja, ich schraube hier so vor mich hin. So schaut die Geschichte jetzt aus. Macht man die Geschichte. Und Zeit der Wahrheit. Sieht die Geschichte aus, also das Fahrrad sitzt wirklich bombenfest. Also ja, jetzt werde ich hier vorne mal ein bisschen Gas geben. Hier ist jetzt ja, servus ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe es auf Instagram und Facebook sowie auf der YouTube-Community-Seite gepostet. Ich habe ein neues Auto und ja, das bringt so einige Probleme jetzt mit sich. Ich hatte geplant, ja, an diesem Auto eine Anhängerkupplung anzubringen. Und ja, leider sind die Lieferzeiten bis zum halben Jahr. Und ja, dann ist der Sommer rum und ich wollte doch dieses Jahr noch einige Ausfahrten machen. Ja, da musste ich mir Alternativen überlegen und ja, da sind mir, hatte ich natürlich alle so ein bisschen durchstudiert und ja, da gibt es ja zu einem einmal diesen Paulchen Heckträger, den man einklemmt zwischen den Kofferraumklappe und Stoßstange, hat mir nicht so zugesagt. Eine andere Möglichkeit wäre, ja, das Fahrrad auf dem Dach stehend zu transportieren. Hat mir auch nicht so zugesagt. Und ja, da habe ich doch beim Matze auf dem Kanal E-Bike am Elm die Videos durchgeguckt. Und dann dachte ich doch, da brat mir doch einer einen Storch. Und ja, hatte dort eine Alternative gesehen, die wesentlich günstiger ist wie die Anhängerkupplung. Und ja, ob ich das beibehalte oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich werde es euch gleich zeigen, was das genau ist und werde es heute zum ersten Mal aufbauen. Und ja, da wollte ich euch einfach mal gerne mitnehmen. Und ja, muss eine E-Bike oder muss ein E-Bike-Transport immer teuer sein mit Anhängerkupplung, dann hinten der Fahrradträger. Da sind man so mal rum, wenn man sich die Anhängerkupplung nachträglich einbauen lässt, ist man dann locker bei 1300 Euro mit dem Fahrradträger hinten, den man dazu braucht, locker. Ja, jetzt habe ich eine Alternative, die hat mich 350 Euro gekostet und ja, bin mega gespannt. Ja, ich werde euch jetzt einmal vielleicht kurz mal mein Auto zeigen, worum es sich genau handelt und was für ein Auto. Ich hatte vorher ja ein Kombi, dort habe ich das Vorderrad abgeschraubt und das Fahrrad hinten in den Kofferraum gelegt und wollte jetzt auf ein kleineres Auto und was Sportlichen umsteigen, da ich ja eh alleine bin. Und ja, zeige ich euch jetzt einmal das Auto und ja, dann kommen wir gleich dann auch dazu, was ich für eine Alternative gefunden habe. Jetzt geht es ein bisschen sportlicher zur Sache. Ja, beim Autofahren, das ist der Hyundai i30 N Performance. Ja, das Problem ist so ein bisschen, hatte ich ja eingangs gesagt, die Lieferzeiten von Ersatzteilen, Anhängerkupplung bis zum halben Jahr. Und ja, ich will ja dieses Jahr und diesen Sommer noch ein bisschen auswärtig radeln gehen, um ja einfach euch auch noch ein paar Touren zu zeigen. Und ja, da bin ich jetzt auf die Alternative gestoßen. Und die zeige ich euch jetzt. Und zwar handelt es sich um den Fischer Fahrradträger Dachlift. Das heißt, das Fahrrad wird auf dem Dach flach liegen. Das fand ich ganz gut. Hier rechts habe ich die Grundträger fürs Dach. Die muss ich auch noch anbauen. Die habe ich bei Hyundai
ohne lange Wartezeit bekommen. Und ja, ich bin mega gespannt, wie das funktioniert. Der Matze sagt, das funktioniert einwandfrei, hat er auch schon öfter benutzt. Und ja, ich werde den ganzen Kram heute mal zusammenbauen und ja, bin gespannt, wie das funktionieren wird. Der Dachträger hat eine Last von 30 Kilo. Das heißt, maximal ein E-Bike zu transportieren. Bei Biobikes sind zwei Räder möglich. Da ich aber eh immer alleine unterwegs bin und ja, alleine bin, ist das für mich völlig ausreichend. Gut ist natürlich, dass das Fahrrad liegend auf dem Dach ist und ja, dadurch natürlich der Widerstand, der Luftwiderstand niedrig ist und der Spritverbrauch natürlich dadurch wesentlich geringer ist. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an und ja, werde jetzt erstmal den Dachträger montieren. Ich habe jetzt extra ja, gewartet, wir haben hier gleich 18 Uhr, weil es echt mörderwarm ist und ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Schatten und ja, jetzt werden wir den, wie gesagt, werde ich die Grundträger gleich mal drauf machen und ja, dann den Lift mal zusammenbauen und wie gesagt, bin mega gespannt. Mich würde natürlich mal interessieren, wie transportiert ihr eure E-Bikes? Habt ihr eine Anhängerkupplung oder wie macht ihr das ohne Anhängerkupplung? Wie kommt ihr damit zurecht? Es ist ja immer die Frage, ja, eine Gewichtfrage, ne? Weil die meisten Träger haben 30 Kilo und ja, von daher kommt man da mit dem E-Bike schon schnell an die Grenzen. Ja, ich würde sagen, ich fange an. Ihr lehnt euch zurück und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt die originalen Hyundai Dachträger Alu genommen. Die sind natürlich leichter. Ich darf auf meinem Autodach 70 Kilo laden. Von daher sollte das kein Problem sein. Und ja, ich gehe davon aus, dass die Dachträger werden verschraubt. Zumindest habe ich mal Schraubvorrichtung bei mir auf dem Dach. Und ja, da bin ich jetzt mal mega gespannt, wie das so funktioniert. Ich habe vorher noch nie Dachträger oder sowas gehabt. Das ist jetzt auch das erste Mal. Was mich halt gestört hat bei den stehenden Dachträger, ja, erstmal das Fahrrad aufs Dach zu bekommen. Und ja, man hat natürlich dann auf dem Dach oder das Auto ist dann natürlich wesentlich höher. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist natürlich, ja, wie kriege ich das Bike aufs Dach, ne? Und da ist das mit dem Lift natürlich ideal. Ich bin, wie schon gesagt, mega gespannt. So, den Dachträger, da nehme ich euch jetzt mal nicht großartig mit. Ich denke, das kriegt jeder alleine hin und ja, weiß, wie so ein Dachträger funktioniert. Ich habe es noch nie aufgebaut, aber ich sehe hier schon, hier sind schon irgendwelche Adapter und werde mir das jetzt mal in Ruhe anschauen und ja, werde die dann mal aufbauen. Ist auf jeden Fall abschließbar, das ist auch schon mal sehr wichtig. Die Grundträger sind verbaut und ja, bombenfest, also gar nicht übel. Ja, hier hat so eine Drehverschraubung. Da kommt jetzt hier natürlich noch eine Kappe drüber mit einem Spezialschlüssel, dass man es nicht so einfach öffnen kann. Und ja, wenn es jemand öffnen will, möchte, öffnet das sowieso. Also davon mal ab. Ja, war jetzt doch eine ganz schöne Bastelei, bis man wusste, wo vorne und hinten, wo rechts und links ist. Aber er sitzt fest. Hier unten sind Gummipuffer. Hier unten habe ich in der Leiste habe ich ein Gewinde drinne. Und ja, dann wird das verschraubt und ja, bombenfest. Jetzt bin ich mega gespannt auf den Fahrradträger. Ja, jetzt an den Dachlift. Ich bin mega gespannt. Und ja, so wie ich das gehört habe, braucht das schon jetzt eine Zusammenbauzeit. Und ja, ich bin mal mega gespannt. Will euch natürlich die erste Öffnung vom Karton nicht vorenthalten. Und ja, ich muss nur mal sehen, wie rum wir den jetzt öffnen. Okay. Muss ich hier unten nochmal.
Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. So, zeige ich euch mal. So schaut das Ganze aus. Ja, erstmal viel Metall. Ich werde das jetzt mal auseinanderpulen und mal die Anleitung suchen. Vom ersten Eindruck, ja, Metall. Bin echt mega gespannt. Ja, einmal haben wir hier das Grundgestell. Dann haben wir hier einen Zusatzkarton. Hier sind Schrauben und Spanngurte drin. Hier nochmal diverse Schrauben und ja, Anbauteile. Nochmal Schrauben. Nochmal Schrauben. Dann haben wir hier, ich denke mal, das wird sein für den Rahmen. Haben wir viermal da. Und Anbauanleitung. Ja, ich werde mich da jetzt mal reinlesen und ja, bin mal mega gespannt. Ich werde mal gucken, wie lange ich brauche, um das zusammengebaut zu bekommen. Und ja, habe aber gehört, zusammenbauen ist ein bisschen tricky. Aber wenn man es dann erstmal hat, soll es ziemlich gut funktionieren. Man kann es dann ja zusammengebaut lassen und braucht dann den Träger nur am Grundträger montieren und dann sollte das passen. Ich bin gespannt. Kennt ihr das? Ich hasse ja schon immer Möbel zusammenbauen, ne? Aber das ist fast genauso und da bin ich echt grottenschlecht drin. Ja, die Anleitung hat 100 Seiten. Also da sind einige Verschraubungen zu machen. Mal schauen, ob ich das heute überhaupt schaffe. Ich glaube, es geht jetzt schon mittlerweile auf 19 Uhr zu. Und ja, ich werde mich da jetzt gleich mal reinfuchsen und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, ich schraube hier so vor mich hin. Das hier, was ich jetzt hier anschraube, sind die Führungsschienen, wo das Fahrrad nachher quasi reingeschoben wird. Ja, das wird hier zwecks so Drehschrauben angeschraubt. Aber das Gute ist ja, ich kann es am Dachträger dran lassen. Baue einfach den Dachträger ab und lasse die Führungsschienen dran. Also die baue ich auch nur einmal an. Ja, ansonsten zum Zusammenbau. Ich will jetzt hier keine Anbauanleitung machen. Die ist ausführlich genug. Ja, wenn man den Karton aufmacht, denkt man erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn man sich erstmal reingefuchst hat, dann geht's. Die sind auch bombenfest. Muss ich aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Ja, ich werde mal weitermachen und wie gesagt, ich bin mega gespannt, ja, was das am Ende wird, ne? Nach einer guten Stunde ist es aufgebaut und ja, so schaut die Geschichte jetzt aus. Und ja, ich versuche das jetzt mal hier einarmig. Ja, es wird nicht funktionieren. Wie machen wir es? Doch, ich versuche es mal. Den Clip macht man nach oben. Den auch, wenn möglich natürlich gleichzeitig. So, jetzt habe ich es. Hier ist ein Schaumstoff dran fürs Auto. So, und dann macht man die Geschichte runter. Und so schaut das jetzt unten aus. Ich habe jetzt nur eine Führungsschiene angebaut, da ich ja eh nur ein Fahrrad tragen kann und die längeren Arme. Ja, beten aufgeregt bin ich ja, ne? Ob das so klappt, neues Auto, hey, hoffentlich keine Kratzer. Also da werde ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig zur Sache gehen. Ja, mal gucken, wie das alles so passt. Ich werde jetzt mal mein Fahrrad holen und ja, schauen wir mal. Ich kann es euch noch mal zeigen, wie man es hoch macht. Hoch ist eigentlich gleich. Jetzt einhändig ist halt immer schwierig. Man hebt es hoch. Zack, einmal hochheben. Ja, ein, zack. Rein, Hebel hoch. Sind eingerastet. Ja, und hier befestigt man dann die ganze Geschichte, dass es rutschfest ist. Ich bin gespannt und aufgeregt. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen,
den Träger hier jetzt noch mal rauszunehmen. Und die ganzen Befestigungen erstmal anzupassen und das Fahrrad erstmal hierauf zu stellen. Und ja, damit ich das dann gleich gut und richtig befestigen kann. Von den Laufschienen hier waren 4 Stück dabei. 2 kommen immer aneinander pro Rad. Bei mir war es aber sehr knapp von dem Radstand her. Deshalb habe ich jetzt noch ein drittes genommen. Ich brauche ja eh nur eine Schiene. Und ja, ich denke mal, jetzt sollte das ganz gut klappen. Jetzt werde ich das erstmal hier raufstellen und mal so einstellen und dann welchen Träger wieder einhängen und dann mit dem Rad rauf. Ja, mein Rad schaut aus wie Sau noch von der Radreise. Den Lenker habe ich quer gemacht und ja, dann denke ich mal, sollte das passen. So Leute, Zeit der Wahrheit. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Jetzt werde ich das Fahrrad das erste Mal raufheben. Der Ilja vom Kanal Reisetruhe hat ja mal ein Video gemacht mit dem Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Ja, da ist ihm auch so einiges schief gegangen. Ich glaube, ihm ist das Fahrrad runtergekracht. Und ich hoffe natürlich, das passiert mir nicht. Ich bin gespannt. Natürlich kostet das erste Mal, wenn man das macht, immer Zeit, seine Einstellung finden. Alles, dass alles vernünftig ist. Nehmt euch auch einfach diese Zeit. Und ja, ich denke mal, dann kann schon fast nichts mehr schief gehen. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, man muss da seine Technik finden. Oh, oh, oh. So. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, zeige ich euch das mal. So sieht die Geschichte jetzt aus. Also das Rad ist echt fest, muss ich echt sagen. Auch vorne. Ja, nun werden wir es gleich mal hochheben. Also Akku vorher raus, ist mir klar. Ich habe einen Schlüssel oben in der Wohnung. Wollte ich jetzt nicht holen, aber wäre besser gewesen. Ist ja jetzt auch nur mal testen. Okay. Ihr könnt das gut erkennen. Jetzt ist, bin gespannt. Annehmen. Durchschieben. Hochheben. Hey, was machst du da? Einrasten. Muss ich den ein bisschen aufschrauben hier. Durchschieben, Klammern hoch. Fertig. So. So schaut die Geschichte jetzt aus. Ich habe es jetzt auf der äußeren Schiene und bin noch tatsächlich am Überlegen, ob ich das Fahrrad nicht doch noch ein tiefer setze, aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Hier befestige ich jetzt noch die Schiene, dass sich da nichts verschiebt. Schaut mal. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Wo ich ein bisschen Angst hätte, wäre der Lenker. Aber der ist fest. Da meinen noch einen zweiten Dings drum. Hinten auch. Boah. Ich bin ja begeistert. Bin ja echt begeistert. Der zweite Tag ist angebrochen und ja, ich habe gestern nicht mehr weitergemacht. Wurde dann auch ein bisschen spät. Ja, was mich stört, ist der Abstand. Ich habe es ja auf einer zweiten Schiene montiert. Ich werde es jetzt ummontieren auf die
untere Schiene, dass das Fahrrad nicht ganz so hoch ist. Ich hoffe, das passt dann mit den Pedalen. Aber sollte ja, ist ja eigentlich für zwei Fahrräder gedacht. Schauen wir mal, ich werde es mal umbauen und dann euch natürlich zeigen. So, ich habe jetzt die kurzen Halterungen angebracht und die Schiene aufs erste Rad quasi geschoben. Und ja, was wirklich wichtig ist, bevor ihr jetzt oder wenn ihr alles zusammengebaut habt, wirklich nochmal alle Schrauben nachziehen, weil natürlich dadurch, dass man ja da jetzt das Bike drauf hatte und es verschiebt sich doch immer noch ein bisschen was, und da wirklich nochmal alle Schrauben nachziehen. So, Stunde der Wahrheit. Ja, ich bin in die Garage umgezogen. Ich hoffe, das geht vom Licht her. Es ist draußen mörderheiß. Also wirklich so heiß. Tja, ich habe das Fahrrad wieder angepasst unten auf dem Fußboden. Und ja, jetzt dürfte nichts schief gehen. Jetzt werde ich das Bike aufladen. Akku habe ich heute raus. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir mal eine Probefahrt machen. Da nehme ich euch natürlich mit und dann schauen wir uns das mal an, wie das denn während der Fahrt oben hält. Ich hoffe jetzt, dass das mit der Pedale hinhaut. Und ja, jetzt das Fahrrad mal holen. Immer noch nicht gewaschen. Ja, und bin jetzt echt mega gespannt. Ist auf jeden Fall deutlich leichter ohne. So, jetzt muss ich hier gucken wegen meiner Dings. Getränkehalterung. Gucken. Echt Schiss wegen dieser Pedale. Aber ja, ich habe noch genug Abstand. Ja, jetzt seht ihr natürlich nichts. Das ist auch nicht so richtig. Ihr sollt natürlich was sehen und werde die Kamera gleich mal umstellen. So, ich zeige euch das mal. Ich werde das jetzt mal befestigen. Von der Pedale her haben wir hier noch genug Platz. Ja, ich werde das mal jetzt alles befestigen. Spanngurte an die Räder und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, so schaut die ganze Geschichte jetzt aus. Hier unten an den Reifen habe ich zwei kleine Spanngurte rangemacht. Die waren dabei. Und hier oben empfiehlt sich natürlich bei jedem Fahrradträger nochmal eine Grundsicherung. Ja, so sieht die Geschichte aus. Also das Fahrrad sitzt wirklich bombenfest. Also hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Und ja, jetzt werde ich das Ding mal aufs Dach hoch. Jetzt bin ich gespannt, ob das mit der Pedale da irgendwelche Gefahrenzonen sind. Das werde ich jetzt mal vorsichtig ausprobieren. Ich stelle euch mal hier hin. Könnt ihr das sehen? Ich denke mal, so geht das einigermaßen. Ich stehe jetzt natürlich davor. Und ja, schauen wir mal. Also es lässt sich echt ziemlich einfach hochschieben. Klack, drin ist er. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachjustiert, ja, um euch das einfach mal zu zeigen. Vorher saß das Fahrrad hier oben, ja, jetzt sitzt es tiefer und von der Pedale her ist wirklich genug Platz. Das sind noch mal 15 cm bestimmt. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Ja, ich weiß noch nicht so recht, aber es ist echt bombenfest. Also wirkt mal gar nicht so schlecht. Ja, ich werde das Auto jetzt mal rausfahren. Ja, und dann mal gucken, wo ich die Kamera festmache. Und dann würde ich mal sagen, machen wir eine Probefahrt, oder? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich sitze jetzt im Auto und
Ja, werde jetzt mal eine kleine Runde drehen. Ich habe die Kamera oben befestigt. Ich hoffe, das funktioniert. Und ja, damit ich einmal sehe, was, wie bewegt sich die ganze Geschichte, wie wackelt das und ja, wie lässt sich das fahren. Und ja, damit ihr einmal einen Eindruck bekommt, ja, und ich natürlich auch. Ich werde jetzt hier mal auf der Strecke, hier ist gleich 100 erlaubt, da werde ich mal ein bisschen Gas geben. Ja, ihr seht es ja hoffentlich an der Geschwindigkeitsanzeige, dass wir jetzt 50 fahren. Ja, so schaut die Geschichte dann aus. Also ich merke gar nichts von dem Fahrrad oben. Ich höre auch nichts bisher. Ja, jetzt werde ich hier vorne mal ein bisschen Gas geben. Hier ist jetzt wieder frei. Also ja, man hört ganz, ganz leicht, dass oben irgendwas ist. Also wirklich minimale Windgeräusche. Also wirklich minimal. Fahrverhalten ist jetzt auf dem ersten Eindruck nicht viel anders. Ich hoffe, die Kamera macht bei der Sonne mit. Es ist echt mörderwarm. Wir haben mittlerweile schon 34 Grad morgens um 11. Wir fahren jetzt hier ins schöne Stiefenhofenreich. Ich nehme mal einen Huckel mit. Ja. Gut, vielleicht sollte ich auch den Sportfahrwerk rausnehmen und dann mal am Eco fahren und ja, dass wir da ein bisschen bessere Dämpfung haben. Ja, auf mich hat das Rad mega guten Eindruck auf dem Dach gemacht. Also ja, ich habe jetzt, sag ich mal, von der Festigkeit kein schlechtes Gefühl, weil das echt bombenfest sitzt. Natürlich wird sich das dann, wenn man dann jetzt öfter unterwegs ist, jetzt dann oder halt auch länger unterwegs ist, dann ja, sehen, wie sich das denn schlägt. Ich fahre jetzt hier mal ein bisschen über ein bisschen Huckelpiste hier und ja, bin natürlich auch mega gespannt auf die Bilder. Ihr seht ja gerade mehr wie ich, hoffe ich. Ja, hier ist jetzt 30, aber hier ist so ein bisschen hoppelig, dass man dann einfach auch mal schauen kann, dann ja, ist das Fahrrad vielleicht gleich etwas lose oder ja, hier liegt jetzt auch Rollsplitt. Hoppa, das war mal ein richtiger Huckel. Ich werde jetzt gleich mal im Schatten mal anhalten, nochmal einfach gucken. Ja, ist natürlich immer ein neues Auto, dann so ein Ding da drauf bauen und da hat man natürlich auch dann immer ein bisschen Angst ums Auto. Obwohl es ja eigentlich, ich meine, es werden ja schon 10.000 andere getestet haben. Aber ja, trotzdem, mulmiges Gefühl bleibt am Anfang immer, bin ich der Meinung. Ich glaube, das ist auch, als ob man einen Fahrradträger hat oder ja, das Fahrrad auf dem Dach hat, hinten auf der Anhängerkupplung. Ich glaube, am Anfang schaut man immer einmal mehr. Und ja, da vorne kommt jetzt gleich Schatten. Da werde ich mal anhalten. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das oben einigermaßen gut mitverfolgen. Ich werde mir die Videoaufnahme natürlich gleich mal angucken, ob es was geworden ist. Und ja, war ein bisschen tricky, das zu befestigen. Und ja, bin mega gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich habe mir die Aufnahme gerade angeguckt. Das hat ja wunderbar geklappt. Jetzt schaue ich nochmal hier drüben. Da bin ich. Ach, das ist wirklich alles fest. Also hätte ich, bin ich ganz ehrlich, hätte ich so nicht erwartet. Jetzt schaue ich mal, ob ihr noch fest seid. Ihr seid auch fest. Ja, jetzt werde ich mal sagen, jetzt fahre ich hier mal weiter. Für mich macht das wirklich einen sicheren und guten Eindruck. Vorteil ist natürlich auch, dass ja, das Fahrrad ist nicht stehend drauf. Also wir haben keine große Erhöhung vom Auto, also minimal, und ja, senkt natürlich dann auch den Spritverbrauch, ne? So, schauen wir mal, jetzt gebe ich hier mal noch mal Gas. Also das, ich weiß nicht, wie es oben ausschaut, aber ich denke gut. Ich hoffe, meine Kamera hält.
Aber auch hier, ich habe kein Pfeifen. Ich höre kein Pfeifen. Oh, hier muss ich rein. Ich höre kein Pfeifen und ja, von den Windgeräuschen. Klar pfeift dir der Wind zwischen Träger und Rad ein bisschen. Aber ich meine, das ist normal. Aber ich höre hier drinnen wirklich so gut wie nichts. Und ja, jetzt überholen wir hier nochmal den Radfahrer. Hier darf ich nochmal Gas geben. Also, gut. Für mich passt es. Ja, ihr Lieben, ich habe den ganzen Wumms abgebaut. Das Fahrrad habe ich auf diesem Träger draufgelassen und abgenommen und ja, Grundträger abgenommen. Das Ganze hat mich jetzt 10 Minuten gekostet, also ging echt gut. Man kriegt dann ja nach einer Zeit dann auch Routine rein. Ne? Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Im Übrigen die Anleitung, ja, sie hat 100 Seiten, aber Deutsch 12 Seiten. Das wollte ich noch sagen, ganz, ganz wichtig. Ansonsten bin ich gespannt. Ich werde bestimmt demnächst mal eine Ausfahrt machen, eine auswärtige Tour und ja, dann werden wir das auf der Langstrecke dann mal testen und ja, bin ich mega gespannt drauf. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich saß seit Venedig nicht mehr auf dem Fahrrad, habe es zeitlich auch gar nicht geschafft. Ja, hoffe, dass es bald wieder losgeht. Ja, natürlich möchte ich nicht versäumen, mich bei euch einfach mal zu bedanken. Es sind einige neue Abonnenten dazu gekommen. Darüber freue ich mich natürlich mega. Und ja, schön, dass ihr dabei seid, zu meiner Seite gefunden habt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr jetzt auch dabei seid. Und natürlich möchte ich mich bedanken für die ganzen lieben Kommentare, die ich immer bekomme. Ich versuche, alle zu beantworten. Wenn mir doch mal jemand durchflutscht, seid bitte nicht böse. Es ist keine Absicht. Und ja, in dem Sinne bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Servus.